Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Voxel Tycoon. Ja, ich habe die Zeit wieder ein bisschen vorlaufen lassen. Ihr seht schon, wir haben 400.000 auf dem Konto liegen, um unsere Straßen hier zu verbessern oder auch unsere Technik hier zu verbessern. Immerhin, wie schaut es hier aus? Hier ist was drin. Hier lagert jetzt nicht so viel, aber es lagert doch schon was, wenn man es so sieht. Es lagert was, ne? Und das ist gut so. Also es läuft gar nicht schlecht. Jetzt hat er Scheren. Jetzt können wir sogar schon mehr produzieren, rein theoretisch, wenn wir jetzt einen Verteiler haben. Das ist jetzt die Frage. Wie kann ich denn jetzt hier rein theoretisch sagen, hey, ich hätte hier noch gerne Abkartung. Geht das, wenn ich diesen Sack drehe? Ja, perfekt. Geil, schauen. Jetzt muss ich dann also nur... Ja, wie kann ich jetzt einen Tunnel hier bauen, ohne dass ich Probleme krieg? Ja, das ist noch kein perfektes Projekt. Ich will hier echt nur ganz schnell ein bisschen Kohle machen. Okay, wir machen hier mal einen Abschlag. So. Dann setzen wir hier ein Produktionsgebäude hin. So. Und dann brauchen wir eine Brücke. So, gehst du da rein und du gehst hier hin. Zack. Schon haben wir hier einen Eisenbahnproduzenten noch dazu gewonnen. Aber warte mal, ich muss das hier unten wieder umdrehen, ne? Klack, so. Jetzt kommt die Eisenbahn hier rausgeschossen, du. Jetzt wird hier Eisen produziert. Weißt du was? Wir reißen den Teil ab. Und setzen hier einfach auch nochmal so ein Teil hin. Weil rein theoretisch, wenn ich jetzt hier sage, hey, ich senke das ab. Dann gehe ich auf Förderband, nehme Förderband und setze es hier hin. Nehme Förderband, setze es hier hin. Und mache jetzt hier eine Abbrechung, Brückenbau. Und setze es dann da dazu. Dann mache ich hier einfach mal umdrehen. Und sage hier Eisenproduktion. Schaut zwar chaosmäßig aus, aber für den Anfang funktioniert es, du. Jetzt brauchen wir halt nochmal eine weitere Produktion für Eisen alleine schon. Schauen wir mal, ob wir jetzt was angelagert kriegen wieder oder nicht. Die Produktion läuft ja auf vollem Maße jetzt. Das Lager ist voll, du. Das Lager, das ist voll jetzt. Und ansonsten lagern wir in Zukunft die Produktion mit unserem Schienensystem hier aus. Was ja auch funktionieren würde. Wie viel haben wir jetzt? Eine halbe Mille. Ach, guck mal, ich könnte ausbauen. Mhm. Wir haben einen Wert von 3 Millionen. Oh, das ist aber schick, du. An Wert von 3 Millionen. Was ist denn hier los? Der Wert ist gesunken. Weil wir die einfach vollpumpen ohne Ende mit Eisen. Du, wir haben noch mehr Eisen jetzt. Wir haben eine fette Produktion am Start. Nehmen unser Eisen. Ihr wollt es doch auch. Der Holz ist halt kacke. Der Holz bräuchte man. Holz müsste man unterirdischen Bahnhof hier irgendwo einbauen. Oder wir reißen hier einfach alles ein. Kann ich nicht einfach... Oh. Übersehe mal das Signal. Dann läuft das wieder, zack. Also da ist jetzt echt die Frage, ob wir nicht hier versuchen, einen großen Bahnhof reinzusetzen, einfach.
Das Depot umsetzen mal. Das setzt man dann irgendwo nach hier hin, glaube ich. Das könnte was werden. Haben wir noch irgendwo was, wo was Eisen brauchen könnte? Gibt es hier drüben vielleicht was? Jemand Eisen? Jemand Eisen? Hm? Nee, okay. Ja, wir müssen halt schauen, dass wir hier die Holzproduktion ein bisschen ankriegen. Was, wie groß ist denn jetzt hier nochmal so ein Bahnhof? Ein Güterbahnhof, zweigleisig. Machen wir 100 Meter. Wenn ich den jetzt hier hinsetzen würde, dann hätten wir hier natürlich... Kann nicht bauen. Okay, aber wir hätten hier... Jetzt setzen wir auf Pause. Ja. Ein Familienhaus weg. Wir müssen hier jetzt... Ihr kriegt danach von mir eine Förderung. Ich versprech's. Die Station kommt auch weg. Ich will das jetzt zu Privatgrund machen. So, Schienen. Nein, kein Gleis verlegen. Ich will den Bahnhof setzen. So, wenn man hier jetzt vier dazwischen setzt. So. Das ist jetzt der neue Bahnhof. Und von dem aus müssen wir jetzt dann hier ein bisschen umdesignen. Schauen wir mal, also das Depot müsste mal weg, ja. Du müsstest auch weg, da kommt eh nur die Holzabteilung hin. Dann wird das ganze Schienenchaos mal gelöst. Dann müsste ich aber erstmal hier angleichen. Soweit es halt möglich ist fürs Erste. So. Weil dann teilen wir die Schienen auf hier vorne. Machen wir einen Schienenabgleich. So. Fürs Erste würde ich ja sagen, dass wir das einfach auf ein Gleis lassen. Hier anschließen. Hier einbündeln. Und ihm jetzt noch so die Chance geben, dass er hier rüberfährt. So. Im Grunde ist jetzt hier der Birchtenstedt Verkehr. Und der fährt dann einfach hier hin. So, hat er noch einen Anschluss da? Logistik, nee. Anschluss hat er jetzt nicht nach da, aber rein theoretisch kann ich hier ein Zwischenlagerhaus und setzen für Holz oder sowas. Kann ich das rein theoretisch versetzen? Geht das? Nee, glaube ich, geht nicht. Die Holzabteilung kann ich dann ausschalten, weil die braucht man nicht mehr. Bedeutet, alle LKWs für... Holz brauchen wir. Wo ist denn der Holztransporter? Das bist du. Du hast jetzt hier Pirchtenstedt Anbau. Da müssen wir es mal bearbeiten, weil den Pirchtenstedt Anbau, den gibt es nicht mehr. Zielorttransfer. So. Und rein theoretisch sollte jetzt alles wieder funktionieren. Und dadurch, dass wir noch keinen anderen brauchen, ist es alles noch gut. Und hier kommen dann halt die großen Bahnhöfe hin. Ja, das war mir schon klar, dass das nicht funktioniert. So, er kommt auch an, er hat hier genug. Aber zum Abholen. So, wo ist denn der? Ah, der fährt da hinten noch, der ist noch voll unterwegs. Weil dann können wir die Holzproduktion steigern, rein theoretisch, wenn wir noch einen zweiten Zug zum Beispiel einführen. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Sache, die man machen könnte. So. Darüber mit dir. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier ein Doppelsignal setzen. So. So. Dann klappt das und jetzt schauen wir mal. Jetzt müssten die ja rein theoretisch eine bessere Anbindung kriegen, ne? Aber rein theoretisch sollte man sogar einen zweiten Zug hinsetzen können. Da müssen wir dann hier aber wieder umbauen. Da müsste dann hier hinten oder hier seitlich eine bessere Station hinkommen. Mehr Holzanbindung. Der tankt auf jetzt. Und macht sich ready, wenn da drüben noch 12 auf Lager sind. Die Nachfrage ist um einiges höher. Wir müssen das Ganze nicht noch um einiges erhöhen, wie scheint.
Schauen wir mal, jetzt sind wir nämlich schon wieder leer. Wir brauchen mehr Holz. Ah, doch, die Direktanbindung sparen wir uns. Ah, die Holzlinie wollte ich einbrennen. Alle Holzautos, Holz hier. Da ist noch ein Holzer. Zum Depot schicken. Dann können die mal alle weg jetzt rein, theoretisch. Die sind jetzt im Depot. Und jetzt können wir weg damit. Ja, 19.000, das bringt uns jetzt auch wieder Geld. Und wir sparen vor allem eine Linie. Eine unnötige Linie. Die ist jetzt weg. Perfekt, so wollen wir das. So wollen wir das. So, ja, der macht 18.000 mit Lieferung. Wenn wir die Schienen dann hier noch zusammennehmen und dann schön aufteilen, dann können wir einen richtig schönen Bahnhof auch noch hinsetzen. Und ja, mein Schienensystem hier vorne ist natürlich ein Chaos, aber hey. Das wäre ja kein Chaos von mir, wenn es kein Chaos von mir wäre, ne? Im Grunde muss es sich dann hier aufteilen irgendwie wieder, dass es hin und her kommt. Und dann muss es hier... Also hier müsste man das dann irgendwie so zusammenführen, dass die dann... Jeder kriegt sozusagen, hier müssen zwei Schienen hin, hier müssen zwei Schienen hin, zwei Schienen, zwei Schienen. Und dann da drauf gehen jeweils. Im Grunde kann es auch sagen, aus jedem Gleis wird vier. Das Holz hält sich jetzt aber gleich langsam stabil, ne? Durchschnittlich, sagt er hier. Kann ich sagen, ich will den zu klonen? Geht das? Fahrzeug folgen, mitfahren, aktuellen Auftrag überspringen, zum Depot schicken, wenden, hupen, nee. Da wir auch kein... Warte, wir können rein theoretisch das Depot dann... Ich brauche einen Platz für ein Zugdepot. Das Beste, was mir gerade einfällt, wir nehmen ja eh die Schiene nicht mehr, ne? Die ist ja schon abgekoppelt. Also warum nicht abreißen? Weg mit den Schienenteilen. Das kostet, bringt ja auch wieder Geld. Und dann setzen wir hier ein Depot hin. Mitten in the nowhere einfach ein Depot. Scheiß drauf. Wir setzen jetzt hier ein Meerwasserdepot hin. Dann müssen wir hier immer angleichen, wieder Terrain und so Zeugs, ne? So. Damit das ordentlich ausschaut. So. Perfekt. Dann ist das jetzt hier fürs Erste angeschlossen. Und ja, hier haben wir jetzt wieder... Ne, was ist denn hier? Achso, warte mal, hier... Signal übersehen, das nächste. Dann wird das jetzt grün, das war jetzt... Das ist das Problem, weil hier noch nichts perfekt geregelt ist. Da muss man auch schauen, wie man das aufteilt rein theoretisch. So, jetzt wird das wieder los. So, jetzt aber. Nein, Pause, Pause. So, aber jetzt hat... Können wir rein theoretisch mal hier das angleichen. Ich weiß gar nicht, wie viel wir angleichen können, aber ich müsste eigentlich die ganze Passage einmal abreißen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da wegkriege. Ich würde halt hier gerne die ganze Passage einmal ruhig stellen. Ah, ne, warte mal, das ist eh Höhe. Weil habe ich zu tief? Da habe ich runtergebuddelt. Ich depp. Oh. So. Das machen wir jetzt gleich mit da drüben noch. Schauen wir, wie gut das jetzt funktioniert. Und dann tun wir hier einmal angleichen. Terraforming ebnen. Perfekt. 200.000 hat das jetzt gekostet. So, dann Schiene. Wir setzen die hier so hin. Und euch können wir eigentlich noch so ein bisschen nach vorne setzen. So. Eigentlich müssten wir so hier hingehen.
Und sagen, okay, warte mal, das muss mal umdesignen, so. Wir setzen ein Gleis hier hin. So, ne, wieder zu eng. Fuck. So, das sind jetzt die Schienen, die hier ankommen. Bedeutet, die müssen einmal so rüber und die müssen einmal so rüber. Also was im Grunde nehmen wir uns ein Gleis so hin. Und das andere Gleis muss... Fuck, jetzt hab ich das wieder verkackt. Wir machen jetzt einfach mal haargenau gleich. Das kann doch nicht sein. Bis zum Anfang der Linie. Hier setzen wir es so. Okay. Du gehst jetzt auch noch bis hier vor. So. Dann gehst du von hier nach hier und du von hier nach hier. So. Gleichzeitig musst du aber von hier auch noch. Oder von hier nach hier. Das ist jetzt kacke, dass das so weit auseinander ist. So. Hier nach hier. Das müssen wir dann hier nochmal abändern. Da setzen wir jetzt hier. Vorne, warte mal, wir können einfach geradeaus von hier weitergehen wieder. Was ist, wenn wir einfach sagen, hey, wir reißen das nochmal ab und setzen da das Schienengleis neu? Und halt hier so, zack, perfekt, so. So. Dann rein theoretisch musst du es nur einmal aufteilen und dann sagen wir, setzen hier das hin und machen einmal nach hier so. Wir machen dasselbe hier, wir setzen einmal nach hier und machen das nach hier so. Dann danach direkt so einmal. Also sozusagen davor ist alles wurscht und danach müssen sie sich aufteilen. Und da gibt es dann auch die Doppelbeschilderung für die Gleise. So. Und hier geht es dann halt hier und das ist dann hier so. Zack. Jetzt schaut es doch auch mal schon mal ordentlich aus. Schau mal, wie gut das funktioniert. Jetzt kann ich hier rein theoretisch nochmal einen Zug kaufen. Ah ne, ich habe kein Geld mehr. Die Story mit dem Geld. Ah, der passiert immer noch. Okay, der macht noch. Gut. Schau mal, der Zug fährt rein. Und fährt auf sein Gleis. Brav. Kommt der nächste Zug, fährt hier rein, wartet, perfekt, und fährt weiter. Stellt sich auf sein Gleis. Der fährt hier drüber, wechselt. Das war jetzt natürlich praktisch. Macht 4000, wechselt Gleis. Fährt ab. Perfekt, so wollen wir das eigentlich haben. So wollen wir das eigentlich. Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unten einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.